Guten Tag, mein Name ist Jürgen Horn von der Firma SkyVision Satellitenempfangstechnik. Wir befinden uns hier auf unserem Stand auf der diesjährigen ANGA und eines unserer Messe-Highlights ist die Antenne von Humax, die wir vor etwa anderthalb Jahren auf den Markt gebracht haben. Sie wurde sehr, sehr schnell zu einem unserer bestverkauften Produkte, kann eine Unzahl von Testsiegen vorweisen und wir sind sehr, sehr stolz darauf, ein Produkt auf den Markt gebracht zu haben, das derartig gut angekommen ist und eine so gute Resonanz findet. Vielleicht darf ich die Gelegenheit nutzen, auf ein paar Besonderheiten der Antenne hinzuweisen. Ja, Sie sehen hier die Hinterhalterung der Antenne, die aus Spritzgussaluminium gefertigt ist und dadurch sehr, sehr kompakte Baumaße hat. Viel, viel kleiner als die üblichen Stahlkäfige, die man verwendet, um die Antenne an Masten anzubringen. Hier ist es so, dass die Stabilität, die die Hinterhalterung hat, die Stabilität von Stahlkäfigen mindestens erreicht, von vielen einfachen Konstruktionen sogar deutlich übertrifft und gleichzeitig auch dadurch, dass sie sich über die Hälfte der Antenne komplett an die Antenne anschmiegt, auch der Antenne selbst eine deutlich größere Stabilität verleiht. Es gibt eine weitere Vielzahl von besonderen Eigenschaften, die die Antenne hat, beginnend bei dem absolut kompletten Zubehör. Wenn Sie ans Ende dieser Antenne, dieses Modells, dieses Beispiels, das wir hier haben, fahren, dann sehen Sie, dass wir hier eine Multi-Feed-Halterung haben, die in diesem Beispiel 4 LNBs aufnimmt. Die Halterung ist mit einer einzigen Schraube sekundenschnell an dem Feedarm zu befestigen, trägt eine Gradeinteilung und die Montage einer Multi-Feed-Antenne ist auf diese Art und Weise sehr, sehr einfach zu realisieren. Es gibt auch einen höhenverstellbaren Feedhalter, der es ermöglicht, auch bei weiter auseinanderliegenden Satelliten eine optimale Einstellung für das LNB zu finden, sodass die Empfangsleistung der Antenne nicht dadurch geschmälert wird, dass sich das LNB nicht im eigentlichen Brennpunkt befindet. Die Antenne wird weitestgehend vormontiert geliefert, ist mit wenigen Handgriffen entzumontieren und auch bereits der Arm ist bereits an der Hinterhalterung montiert im Auslieferungszustand. Die Montagezeit für die Antenne beträgt, wenn man mal von der Ausrichtung absieht, vielleicht 2 bis 3 Minuten. Sie sehen auch, dass die Befestigungseinrichtung für den Mast mit 4 Flügelschrauben ermöglicht wird, die zusätzlich eine Sechskant davor besitzen, damit man eben auch an exponierten Lagen, an denen starke Winde herrschen, noch zusätzlich zu der Kraft, die man eben über die Flügelschraube erreichen kann, höhere Anzugsmomente realisieren kann. Der Verkaufserfolg der Antenne ist beträchtlich. Wir befinden uns in den GfK-Zahlen auf einem sehr, sehr interessanten Wert und das war schon so nach etwa einem halben Jahr, in dem die Antenne auf dem Markt war. Ja, es würde mich freuen, wenn ich Sie ein wenig begeistern konnte für diese Antenne. Sie ist überall im Fachhandel und in den Fachmärkten erhältlich und vielleicht schauen Sie sich einfach die Antenne mal vor Ort an, wenn Sie die Möglichkeit haben. Und wenn Sie Bedarf nach einer neuen Antenne haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sich für dieses Modell entscheiden. Vielen Dank.